Buonasera, meine YouTube-Freunde, Schalker-Freunde und Sportskameraden und italienische Freunde. Hier ist der Schalker wieder. Ja, auf Schalke, dann mal so, bei Schalke ist immer was los. Lese vorhin mit Salif Saleh, unser Abwehrspieler. Schreiben die Medien wieder, was ich mich kaputt lache. Sportinvalide. Wissen die Medien schon mehr Bescheid als Salif Saleh, weil er jetzt mit dem Knie wieder Probleme hat? Komisch. Weil er hatte ja Probleme mit seinem anderen Knie, jetzt ist das andere Knie. Da frage ich mich jetzt, warum die Medien immer so was schreiben, dass die sagen, oh, das könnte seine Karriere enden. Meine Güte, haltet doch einfach nur den Mund, sage ich immer. Wir wissen doch nicht. Er kann eine Reizung sein, eine Entzündung im Knie, das kann vieles möglich sein. Man, ist ja klar, der ist ja nicht mehr der jüngste. Intensives Training beim Gramozis. Der Gramozis hat gesagt, das wird richtig intensiv, weil wir ja letztes Jahr wirklich konditionell eine Katastrophe waren. Und da legt er richtig Wert. Ist ja auch richtig. In der zweiten Liga geht es ja mehr über den Kampf. So, kann sein, dass er eine Reizung hat am Knie oder eine Entzündung im Knie hat oder irgendwas. Aber und die Medien schreiben wieder, boah, könnte seine Karriere zu Ende sein auf Schalke. Schade. Mir tut jetzt leid für Salif Saleh, dass er jetzt verletzt ist wieder. Aber wir werden schauen, was er hat, was für eine Verletzung. Vielleicht ist er wirklich zu überlastet für das Knie. Kann auch möglich sein. Können viele Faktoren sprechen. Ja, dann Skripski. Skripski hat einen neuen Verein gefunden. Holstein Kiel. Glückwunsch an Holstein Kiel. Habt den guten Zweitligaspieler. Und Raman ist vom Training, hat das Training nicht abgebrochen, ist abgereist. Familiäre Probleme, was schreiben die Medien dann wieder? Könnte möglich sein, kommt er überhaupt wieder nach Schalke? Nee, ich denke mal, irgendwas mit der Familie zu tun. Das ist klar, Familie geht immer vor. Und Raman wird auch in der zweiten Liga bei uns bleiben, außer wenn eine Mannschaft jetzt kommt und Geld anbietet oder gutes Geld, dann denke ich mal, da wird der Schröder und der Knebel sagen, Arrivederci, Raman, war schön mit dir und ciao. Ja, das ist es ja, was auf Schalke zurzeit los war. Das Spiel gegen St. Petersburg habe ich noch immer nicht gesehen, auch nicht die Highlights, bin ich ehrlich, wollte ich mir angucken, aber die Zeit ist nicht da, da jetzt Italien morgen spielt im Halbfinale. Schaue ich immer da, was da los ist, wer da verletzt ist, aber ist ja normal. Ja, am Freitag spielen die Schalker ihr viertes Vorbereitungsspiel, aber für mich ist das zweite Vorbereitungsspiel, weil gegen St. Petersburg war der erste Härtetest. Jetzt spielen wir gegen Schachtar Donezk, wieder so ein Champions League-Kandidat. Das ist der zweite wirklich richtige gute Test, weil die zwei anderen Landesligisten, das waren keine Tests, das war mehr Trainingsspiel. Ist so, da war mehr Trainingsspiel gegen Landesligisten. Da bin ich gespannt. Ich weiß jetzt nur nicht, ob ich das Freitag schaffe zu schauen, aber ich versuche es. Ihr könnt ja in den Kommentaren schreiben, ob ihr das auf YouTube-Kanal bei Schalke wieder zeigen. Ja, das war's. Mehr gibt es da nichts zu sagen. Ich wünsche nur Salif Saneh, dass er nicht eine große Verletzung ist. Aber bitte, Medien, schreibt doch nicht Karriereende bei jeder Verletzung. Jetzt meine Güte, dann schreibt bei anderen Stars auch, wenn die sich schwer verletzen, Karriereende. Schwachsinn sowas, ey. Wissen mehr als die Ärzte von Schalke schon, die Medien. Ja, okay, das war's. Drückt meinen Italiener morgen die Daumen, dass wir ins Finale kommen. Wird sauschwer gegen Spanien, aber mal schauen, ob die nächste Italien-Party morgen gibt's. So, dann wünsche ich euch allen einen schönen Abend. Euer Schalker und für andere Italo-Schalker. Ciao, Glück auf!